es ist schwierig zu fordern, dass man als Frau das gleiche Geld bekommt wie ein Mann. Ja, hab mein Ding gemacht, hab gezockt. Ich glaube, ich würde gerne noch mit meinem Bruder zusammenspielen. Weil ich gar nicht von meinen Jungs weg wollte. Da muss ich sagen, blutet mir schon das Herz. Habe ich direkt auch schon gesagt, dass ich nach meiner aktiven Karriere dann vielleicht noch mal 1-2 Jahre dann hier beim FSV spielen möchte. Hi. Hi. Ja, Paula, als unser jüngster Star des Monats wollen wir dich jetzt erstmal in einer kurzen Schnellfragerunde vorstellen. Und ich habe gesehen, du hast einen Marktwert von 15.000 Euro. Ist das angemessen oder viel zu wenig? Ich glaube, das ist im Moment noch angemessen, ja, würde ich mal sagen. Was sind deine größten Schwächen? Boah, schwierige Frage. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ich denke, dass ich so das Spiel mit dem Ball auf jeden Fall noch verbessern kann, so im Ballbesitz. Das auf jeden Fall. Und dass ich noch an meiner Athletik bzw. so Schnelligkeit, dass man da auch noch einiges rausholen kann. Ja, genau. Und das ist erstmal so, was mir spontan einfällt. Und außerhalb des Platzes? Außerhalb des Platzes. Vielleicht so Ungeduld. Also ich bin ein Mensch, der ziemlich ungeduldig ist. Ja. Was war dein bislang größter Fußballmoment? Also größter Erfolg, ja, in dem Sinne. Ich würde sagen, das war der Klassenerhalt letztes Jahr mit dem MSV, weil da einfach viele Emotionen dabei waren und weil es eine schwierige Saison war und dann aber doch am Ende mit einem Happy End. Wer war deine bislang beste Gegenspielerin? Da gab es viele gute. Aber so direkte Gegenspielerin würde ich sagen Alex Popp, weil man die einfach sehr, sehr schwer verteidigen kann nur. Aber auch Eva Pajo. Also die beiden sind schon, ja, sehr stark. Würdest du lieber einmal für die Nationalelf auflaufen oder lieber einmal Champions League spielen? Fiese Frage auch. Ich würde jetzt erstmal sagen, einmal in der Champions League. Grätsche oder Fallrückzieher? Ganz klar, Grätsche. Lieber Pferde oder Zebras? Zebras. Ruhrpott oder Rhön? Oh. Da ich mich sehr gut damit identifizieren kann, gerade Ruhrpott. Sekt oder Bier? Keins von beiden. Also gar kein Alkohol? Nein. Google Pixel oder iPhone? Boah, muss ich eigentlich Google Pixel sagen, aber iPhone, weil ich habe ein iPhone. Ja. Und abschließend, lieber einmal vom Papa trainiert werden oder lieber mit dem Bruder in einer Mannschaft spielen? Hatte ich ja beides, aber ich glaube, ich würde gerne noch mit meinem Bruder zusammenspielen. Ja, Paula, wir sitzen jetzt hier bei euch im Elternhaus auf der Terrasse. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit dir als Star des Monats. Das ist auch meine Premiere persönlich und ich glaube, du hast auch noch nicht so ein großes Format miterlebt. Nee. Umso glücklicher bin ich, dass du hier zugesagt hast. Oft, wenn ich so das Thema Star des Monats hatte, war es so, dass die Leute zu mir gesagt haben, ja, das Wort Star, das passt ja nicht so richtig. Aber bei jemand, der jetzt seit 2 Jahren in der Bundesliga spielt, glaube ich, ist dieses Prädikat absolut angemessen. Wie fühlst du dich denn damit, wenn jemand sagt, Paula Flach, Bundesligaspielerin, ist das immer noch so ein bisschen surreal? Ja, ich muss sagen, also als Star würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen, weil ich halt erst 2 Jahre in der Bundesliga gespielt habe. Mhm. Und ich glaube, da braucht es ein bisschen Zeit und dann auch, ja, die Leistung über einen längeren Zeitraum. Aber so persönlich für mich ist das immer noch was Besonderes und da muss man sich schon manchmal das auch nochmal bewusst machen, so was man jetzt in den letzten Jahren erreicht hat. Ja, ja. Stimmt. 2 Jahre hast du jetzt beim MSV Duisburg gespielt. Jetzt steht der Wechsel an. Quasi in dem Moment, wo wir drehen oder wo es veröffentlicht wird, bist du jetzt schon nach Essen gewechselt zur SGS. Warum ist das genau der richtige Schritt jetzt für dich? Ja, ich glaube, also erstens ist es nicht so weit von Duisburg und ich kenne die Gegend.
Ich kenne den Ruhrpott, ich weiß, auf was es für eine Mentalität dort ankommt. Und ich glaube, Essen ist ein Verein, in dem man sich sehr gut weiterentwickeln kann, vor allem als junge Spielerin, was man ja auch dort schon gesehen hat, ob es jetzt eine Lena Oberdorf ist, eine Lea Schüller, die kamen alle von dort, konnten da die nächsten Schritte gehen in ihrer Entwicklung. Und ja, deswegen denke ich, dass das persönlich für mich der nächste Step ist, um mich weiterzuentwickeln. Ja, vom Tabellen-12. Zum Tabellen-4. klingt trotzdem nach einem relativ großen Schritt. Also Konkurrenzkampf wird wahrscheinlich was ganz anderes werden. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ich werde auch mit Sicherheit eine andere Rolle erstmal haben, womit ich aber auch total okay bin. Und ich werde wie immer mein Bestes geben, versuchen, das Beste aus mir herauszuholen. Und dann wird man sehen, für was das reicht. Ich bin aber froh, einfach auch in einem neuen Team zu sein. Ja, neue Mitspielerin, neues Umfeld. Genau, freue mich einfach drauf. Ja, das glaube ich, zumal die SGS ja auch eine richtig, richtig gute Vorsaison gespielt hat. Platz 4 erreicht, nur Bayern, Wolfsburg und Frankfurt, die großen drei, sage ich mal, waren besser. Es ist ja schon erstaunlich, wie viele Teams, die man aus der Männerbundesliga kennt, jetzt inzwischen in der Frauenbundesliga aktiv sind und sich einbringen. SGS Essen ist noch so ein anderer Verein. Wie schafft es dieser Verein denn, mit den großen Namen mitzuhalten? Ich glaube, das, was ich eben schon ein bisschen angesprochen habe, dass die Entwicklungsarbeit einfach sehr gut ist und auch die Nachwuchsarbeit, sodass immer wieder Spielerinnen auch aus der eigenen Jugend hochgezogen werden können, die dann rangeführt werden an die Bundesliga. Und auch dann, dass man gut sichtet und ja, sich Spielerinnen von extern auch dazu holt. Und das ist einfach das Gesamtpaket und die gesamte Mannschaft, das Gerüst aus älteren Spielerinnen, Erfahrung und jüngeren Spielerinnen, dass das einfach sehr gut harmoniert. Ist es denn realistisch, dass sich Essen wieder so ein bisschen als the best of the rest präsentiert? Ich meine, die Top 3 anzugreifen wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, aber ist Platz 4 wieder realistisch bei all den anderen großen Namen auch in der Liga, wie Hoffenheim oder Leipzig zum Beispiel? Ich würde mal sagen, ja, warum nicht? Also ich glaube, letztes Jahr hat auch so niemand wirklich damit gerechnet, dass es dann am Ende Platz 4 wird. Aber man hat, glaube ich, gesehen, vergangene Saison, dass sie es jedem Gegner schwer machen können, auch den Großen. Haben ja zum Beispiel gegen Wolfsburg auch zwischenzeitlich mal 1-0 geführt in der Liga. Auch gegen Bayern eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Hätten eigentlich auch führen müssen. Also ich glaube, da muss man sich nicht verstecken. Ja, du kommst von einem Verein, dem MSV Duisburg, der eine Saison des Gegenteils ungefähr, kann man das so ausdrücken, gespielt hat. Am Ende waren es 4 Punkte aus 22 Spielen. Ich habe jetzt gestern zufällig mal mit deinem früheren Stützpunkttrainer Markus Pflanz gesprochen, der mir so erzählt hat, ich habe ihn mal gefragt, was ist Paula so für ein Mensch? Und er hat mir so erzählt, dass Paula jemand ist, der sehr, sehr schlecht verlieren konnte früher. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wie ist das denn generell, mit so einer Situation umzugehen, wenn in einer Saison alles gegen dich läuft und du in 22 Spielen auch keinen Sieg einfährst? Also ja, erstmal ist es immer noch so. Also es nagt natürlich schon an einem. Ich meine, man wusste vorher, dass es schwer wird. Es war auch letzte Saison schon schwer, auch wenn wir es dann am Ende geschafft haben. Aber so ganz ohne Erfolgserlebnis, das macht einen schon sehr müde mit der Zeit auch. Und da war ich dann auch froh, dass dann jetzt endlich die Sommerpause kam, um dann einfach die Kraft zu tanken und ja, wieder die Akkus aufzuladen. Das hat beim MSV selber nicht so gut geklappt. Dein Ex-Verein spielt jetzt nicht mehr in der zweiten Liga, wo er ja eigentlich hin abgestiegen wäre, sondern sogar noch eine Liga drunter, weil der Verein ja auch mit der Herrenmannschaft so ein paar Probleme hatte, abgestiegen ist und jetzt so ein bisschen der Fokus neu ausgerichtet wird. Du hast da irgendwie über mehr als 40 Spiele deine Knochen für hingehalten und siehst jetzt so die Entwicklung aus der Ferne. Was macht das mit dir? Also mich macht das schon sehr traurig, weil ich auch mich zu 100% mit dem Verein identifiziert habe und ich finde, dass hat die Frauenabteilung einfach nicht verdient, weil in den letzten Jahren schon sehr gute Arbeit geleistet wurde, sodass man eigentlich, glaube ich, die letzten 10 Jahre zweimal ist man abgestiegen und sonst hat man es immer mit den Mitteln, die man hat, gut gemacht in der ersten Liga. Und das ist schon sehr schade, dass es jetzt dann direkt wahrscheinlich in die Regionalliga geht.
schon, da muss ich sagen, blutet mir schon das Herz. Das ist schon, ja, blöd für alle Beteiligten, muss man sagen. Absolut. Dann lass uns nochmal vorausblicken zum Abschluss dieses kleinen Themenfeldes. Was muss denn passieren, dass du sagen würdest, am Ende der nächsten Saison, wenn wir uns hier jetzt in einem Jahr wieder in deinem Garten treffen würden, wie muss die Saison laufen, dass du sagen kannst, das war eine gute erste Saison? Ich glaube, erstmal würde ich für das ganze Team sprechen oder nicht für mich persönlich, sondern dass wir als Team einfach gut zusammenfinden. Es sind ja doch ein paar neue Spielerinnen dazugekommen, dass man da einfach ja, eine gute Basis hat. Und klar will ich so viele Minuten wie möglich sammeln, bin da jetzt aber auch nicht jemand, der da direkt fordert. Ich werde mein Bestes geben und wenn ich am Ende sagen kann, ich habe alles dafür getan und die besten Voraussetzungen, besten Bedingungen geschaffen, dann kann ich mir nichts vorwerfen. Und ja, ich denke, dass wir als Team einfach das Bestmögliche erreichen, dass wir in jedem Spiel versuchen, an unsere Grenzen zu kommen. Und dann denke ich, dass das am Ende der Saison positiv ausgehen wird. Bundesligaspielerin mit Fahrten durchs ganze Land ist ja eigentlich schon sowas wie ein Fulltime-Job. Trotzdem hast du jetzt vor kurzem auch angefangen oder vor einem Jahr angefangen, Sportmanagement als Fernstudium zu studieren. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Das muss doch ein total voller Tagesplan sein. Ja, ist es schon. Aber ich muss sagen, dass das auch für mich so neben dem Fußball nochmal ein guter Ausgleich ist, wo ich dann einfach auch mal abschalten kann vom Fußball, wo ich dann vielleicht, wenn ein Spiel mal schlecht gelaufen ist, aber dann mich trotzdem freuen kann, weil ich eine gute Note bekommen habe oder sowas. Nee, also ja, da kann man ja auch die Fahrt nutzen, wohin zum Lernen. Ich kann es mir sowieso selber einteilen. Also da bin ich nicht irgendwie unter Druck oder habe da Stress irgendwie, sondern auch ganz entspannt. Ja, und für die Zukunft ist vorgesorgt, egal in welche Richtung genau. Es geht. Ja, das sowieso ist ja eh wichtig, weil als Fußballerin musst du halt nach der Karriere dann, sag ich mal, die zweite Karriere irgendwie starten und musst dir da am besten jetzt schon was aufbauen nebenbei, genau. Ja, wir sind jetzt ein bisschen geflüchtet vom Nachbarhund, der hat ein bisschen gebellt und wir gehen jetzt mal dorthin, wo du quasi deine ersten Schritte unternommen hast. Wir sind hier in Fort, in deinem Heimatdorf. Und beim FSV Fort hat alles begonnen, so deine fußballerische Reise. Ich weiß, wie das bei mir war. Ich weiß, wie das bei verdammt vielen Kindern ist, die Fußball spielen. Da ist immer so dieses übergeordnete Ziel, irgendwann will ich Fußballprofi werden. Wie war das denn bei dir? Bei mir war es tatsächlich ganz anders. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in Wolfsburg dann war, war für mich einfach immer nur, ich möchte Fußball spielen, ich möchte Spaß haben. Und dass es dann doch so gekommen ist, hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich habe nie ausgesprochen als klares Ziel, so ich möchte unbedingt mal Bundesliga spielen. Dass ich vielleicht besser bin als viele andere, ja, okay. Aber ich hatte immer einfach, ja, habe mein Ding gemacht, habe gezockt und ja, vielleicht war das auch besser so, dass man dann sich nicht so viele Gedanken gemacht hat. Ja. Wie schnell ist das denn aufgefallen, dass du vielleicht besser bist als andere, vielleicht auch besser als gleichaltrige Jungs? Ich würde sagen, relativ früh. Also ich bin ja durch meinen Bruder zum Fußball gekommen. Und ich glaube, schon in der F-Jugend oder E-Jugend war das so, dass ich dann irgendwie ja, in den Stützpunkt gekommen bin. Und dann Regionalauswahl später, Fulda. Ich glaube, da war schon relativ früh, dass man irgendwie irgendwas gesehen hat. Ja. Okay, du sagst, du bist durch deinen Bruder zum Fußball gekommen. Wenn wir jetzt mal kurz in alten Stereotypen denken, dann würde ich sagen, die Jungs spielen mit einem Fußball, die Mädchen mit Puppen oder interessieren sich für Pferde. Wie war das bei dir? War das nie ein Thema? Hat dich der Ball irgendwie dann immer angezogen? Also tatsächlich war es so, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal auf den Sportplatz gegangen bin, war ich immer, ja, hatte ich immer was mit Pferden zu tun, Voltigieren, Führzügel, auch mit meiner Mama zusammen. Also da war immer auch, war auch auf Turnieren, habe da auch ja, Medaillen gewonnen. Aber das war dann tatsächlich gar kein Thema mehr, als ich dann das erste Mal dann auf dem Platz stand. Okay. Ja, das ruhende Leder
Das lässt uns alle nicht so los, deswegen mache ich diesen Job, deswegen dürfen wir hier quasi das Interview zusammen machen. Dein Werdegang ist ja schon irgendwie außergewöhnlich, ne? Jahrelang spielt man als Mädchen ja noch mit Jungs zusammen und irgendwann kam dann für dich der Schritt zum VfL Wolfsburg und du hast nur noch mit Mädchen zusammengespielt. Ich stelle mir das vor, als wäre das eine Riesensache. Wie war das für dich? Ja, war wirklich auch für mich eine Riesensache, weil ich gar nicht von meinen Jungs weg wollte. Also ja, ich habe immer super gerne zusammen mit Jungs gespielt. Und für mich war das auch erstmal, ja, ich war schon sehr traurig und habe es auch vermisst. Aber dadurch, dass es so ist, dass einem ja gar keine andere Möglichkeit irgendwann bleibt, war das halt der nächste Schritt, den man dann gehen musste. Und trotzdem erinnere ich mich immer noch sehr gerne an die Zeit zusammen mit den Jungsmannschaften, weil haben wir auch viele Erfolge gefeiert, egal jetzt in welchem Verein. Ja, genau. 16 Jahre alt warst du, glaube ich, als du zum VfL gegangen bist. Ich stelle mir das schon wie ein kompletter Kulturschock vor. Wir haben jetzt darüber gesprochen, nicht mehr mit Jungs zusammenzuspielen, sondern nur noch in der Mädchenmannschaft. Dann kommt ja noch dazu, dass du in eine ganz neue Stadt ziehen musstest, aus der Schule genommen wurdest und dort dann so ein neues Umfeld dir schaffen musstest. Weg von Familie, weg von Freunden. Wie hast du das alles hinbekommen? Klar, man muss sich um viel mehr Sachen kümmern, gewöhnt sich aber dran und ja, wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Wird man dadurch schneller erwachsen? Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ja. Das hat geholfen wahrscheinlich, ja. Ja. Du hast dort in der Juniorinnen-Bundesliga gespielt, bist dann später über die zweite Mannschaft, die dann in der zweiten Liga gespielt hat, zum MSV Duisburg gewechselt. Dein Karriereweg ist sehr stringent, ging immer nach oben quasi. Kann man so sagen, ja. Erst Juniorinnen-Bundesliga gespielt, dann in der zweiten Mannschaft des VfL, zweite Liga, Bundesliga. Jetzt kommt mit Essen so dieser nächste Karriereschritt. Also ich glaube, wenn man sich so eine Karriere ausmalt, dann sieht das so aus wie bei dir, oder? Ja, also ich kann mich nicht beschweren bis dato, muss ich sagen. Step by step so. Jetzt kommt wieder der nächste Schritt, vielleicht ein größerer als der davor. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also ich freue mich drauf. Und man muss natürlich trotzdem immer damit rechnen, dass es auch mal schlechtere Phasen gibt. Aber damit gilt es dann auch umzugehen. Und ja, dann kommt man gestärkt wieder raus. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt in den Jahren immer alles so positiv war. Ist ja auch klar, aber ja, generell kann man sagen, geht es auf jeden Fall immer weiter nach oben. Ja. Ja, die Entwicklung ist schon sehr, sehr gut und Verletzungen spielen natürlich auch immer eine Rolle. Bei dir war es bislang ziemlich gut, was das anging. Tatsächlich ja. Also außer jetzt immer mal so kleinere wie Wehchen, sage ich mal, was denke ich mal normal ist, wenn man auf so einem Niveau spielt, bin ich da eigentlich ja, verletzungsfrei geblieben und kann da auch immer jede Woche dann alles auf den Platz lassen. Genau. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch, dass du ja, dich viel mit dem mentalen Aspekt des Fußballs auch beschäftigst. Ja. Du hast einen eigenen Sportpsychologen quasi an deiner Seite, der dir da hilft. Ja, Sportmentalcoach, genau, Fußballmentalcoach. Genau. Mhm. Wie kamst du auf den und warum ist dir das so wichtig, auch in diesem Aspekt einfach zu arbeiten? Also erstmal bin ich über meinen Berater auf ihn gekommen und ich denke, dass das ein großer Teil auch ist vom Fußball und generell vom Leben, wo man halt sich nochmal extrem auch verbessern kann und womit man auch die Leistung auf dem Platz verbessern kann, so wie man genauso Ernährung ein Teil ist das auch ein ganz großer Teil. Mhm. Weil es gibt zig Beispiele von Spielern, die vielleicht sehr viel Talent hatten oder haben und aber einfach, ja, dadurch, dass sie vielleicht
im Kopf nicht so frei waren oder ja, mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen hatten, dass sie einfach dieses Potenzial nicht auf den Platz bringen konnten. Mhm. Und deswegen sehe ich das als ja, großen Teil vom Ganzen. Okay. Sehr, sehr spannender Punkt, der auch, glaube ich, immer noch viel zu wenig so beleuchtet wird. Was waren denn so die größten Erkenntnisse, die du quasi gezogen hast? Und wie wendet sich das quasi in deiner täglichen Arbeit als Fußballprofi an? Also es gibt natürlich viele Sachen, die man da dazu lernt und viele verschiedene Bereiche, mit denen man auch dann arbeiten kann. Aber ich denke mal, dass es wichtig ist, sich auch erstmal bewusst zu machen, dass man, wenn man die besten Voraussetzungen schafft und alles dafür tut, dass man erstmal das andere nicht beeinflussen kann, was im Außen ist. Also das, was man selber beeinflussen kann, wenn man das tut und ja, alles dafür getan hat, kann man sich nichts vorwerfen und alles andere, was im Außen ist, was andere, was von anderen die Entscheidung ist, die man eben nicht beeinflussen kann, das ist so. Und da denke ich, ist es wichtig, dass man das trennen kann. Hm. Ja, wichtig zu akzeptieren einfach, ne? Dass es einfach Faktoren gibt, die man nicht selber beeinflussen kann. Genau, ja. Ja, ist das vielleicht auch so ein bisschen dein Erfolgsrezept, wie du es zum Profi geschafft hast, dass du nie dieses übergeordnete Ziel, ich muss jetzt unbedingt Profi werden, hattest, sondern dass du einfach Spaß hattest am Kicken. Wir sind jetzt hier übrigens am Sportplatz in Fort angekommen, dort, wo alles begonnen hat. Also war diese Liebe zum Fußball einfach immer größer als dieser Drang, es unbedingt schaffen zu wollen? Ja, also ich glaube, natürlich ändert sich das mit der Zeit, wenn man merkt, okay, es wird immer leistungsbezogener und ich muss jetzt auch und man steht schon unter Druck. Aber sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es eben auch nur ein Sport ist und dass man, und warum man, dass man sich die Frage stellt, okay, warum habe ich denn überhaupt angefangen? Warum mache ich das? Ja, weil ich Spaß dran habe. So. Und das ist wichtig, ja. Genau hier hat alles begonnen. Hier warst du früher wahrscheinlich mehrmals die Woche. Ja. Was sind so die größten Erinnerungen, wenn du hier jetzt am Sportplatz stehst? Boah, also ich glaube einfach generell zu wissen, dass man hier die ersten Schritte gemacht hat und dass hier alles angefangen hat, das ist schon ja einfach cool. Vor allem, weil es auch das eigene Dorf ist, wo man ja aufgewachsen ist. Ja. Genau. Was Besonderes. Ja. Ich kann mir vorstellen, du hast hier sehr, sehr viele Tore geschossen. Wenn ich auf deine bisherige Profikarriere blicke, ist da noch ein bisschen Ebbe. Das stimmt. Wie ist das zu erklären? Klar, du bist Verteidigerin, kommst nicht so oft nach vorne, aber es wird mal langsam Zeit für dein erstes Tor, würde ich sagen. Ja, da bin ich der gleichen Meinung. Aber ich will jetzt auch keine Ausreden suchen. So. Aber Fakt ist auch, also wir haben nicht viele Tore geschossen. So. Ich habe mein Ziel, das, was ich mir fest vorgenommen habe, im letzten Spiel tatsächlich noch erreicht, meinen Scorerpunkt, meinen ersten, zu bekommen mit einer Vorlage. Aber natürlich wäre es auch schön und würde ich mich freuen, dann das erste Bundesliga-Tor so schnell wie möglich, bald wie möglich zu schießen. Ja. Ich glaube, in Essen sind die Chancen dafür auf jeden Fall auch besser als in Duisburg. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, wir sind jetzt nochmal an den wunderschönen Forter See gefahren. Wenn man einen See quasi im eigenen Dorf hat, dann muss man das natürlich auch nutzen. Gibt uns so ein bisschen die Gelegenheit, nicht nur melancholisch in die Ferne zu schauen, sondern vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft. Wir wollen nochmal über Frauenfußball an sich sprechen. Es hat sich schon viel getan, aber trotzdem, was denkst du, wo steht der Frauenfußball in vielleicht 5, in vielleicht 10 Jahren? Also ich glaube, wenn man weiter daran festhält, an der Entwicklung, wenn man weiter auch das fördert, dass da in 5 bis 10 Jahren auf jeden Fall noch mehr Zuschauer da sein werden in den Stadien, dass man vielleicht auch noch öfter in den großen Stadien spielen darf, auch von den Männern, und dass generell die Aufmerksamkeit zunimmt. Hm. Ja. Es gibt schon eigene Fernsehsender, es gibt Stadien, die sich viel mehr füllen, inzwischen auch ausverkaufte Stadien. Aber was ist denn so ein Thema, was sich unbedingt noch in den nächsten Jahren verbessern muss? Ich glaube, dass es erstmal generell wichtig ist, dass man gute Bedingungen schafft, auch für jeden Verein, dass da einfach so ein
sage ich mal, Standard entsteht, wo man dann auch gut arbeiten kann in den jeweiligen Vereinen, so dass man da nicht sich Gedanken machen muss, ja, keine Ahnung, auf welchen Platz muss ich jetzt gehen, ist das jetzt, muss ich auf den Kunstrasen ausweichen oder was auch immer, sondern dass man da einen Standard hat, wo man dann auch ja, gut arbeiten kann und gut die Spieler fördern und fordern und weiterentwickeln kann. Wenn du jetzt ein Bundesligaspieler wärst, dann würden wir wahrscheinlich nicht darüber reden, dass du dich für die Zukunft absichern musst. Aber so ist das Studium wahrscheinlich auch ein bisschen notwendig einfach. Thema Geld, nervt das, darüber zu sprechen, oder ist das auch wichtig, einfach zu thematisieren, um Aufmerksamkeit zu erregen? Ich glaube, wenn es ums Thema Geld geht, es ist schwierig zu fordern, dass man als Frau das gleiche Geld bekommt wie ein Mann, weil einfach die Möglichkeiten, weil die Aufmerksamkeit noch nicht so groß ist, weil die Einnahmen nicht so hoch sind. Deswegen nervt es schon ein Stück weit, aber ich finde, es ist wichtig, trotzdem ja, darüber zu sprechen, dass wenigstens sich Mühe gegeben wird, dass man, wie gesagt, den Frauenfußball weiter in Gang bringt und weiter fördert, ja. Lohnt es sich denn genauso, ein Frauenfußballspiel anzuschauen wie ein Männerfußballspiel? Also erstmal würde ich grundsätzlich sagen, es wäre fatal, wenn man das miteinander vergleicht, weil ich höre auch ganz viele Menschen immer sagen, ja, Frauenfußball, Männerfußball gucke ich mir viel lieber an, ist viel schneller. Ja, ist so, aber es ist einfach rein genetisch gar nicht möglich, dass eine Frau, sage ich mal, banal gesagt, so schnell rennen kann wie ein Mann. So, das ist einfach so, und deswegen finde ich, muss man davon wegkommen, das miteinander zu vergleichen, sondern eher, dass, ja, es ist beides Fußball, so Frauenfußball ist anders als Männerfußball, kann aber trotzdem schöner Fußball sein, wo es sich lohnt, den auch anzuschauen. Ja, man kann ja auch die positiven Aspekte ausarbeiten, mit wie viel Herz die meisten Spielerinnen da wirklich noch zur Sache gehen. Weniger Theatralik als im Männerfußball, ne? Also, genau. Ja, vor allem ist es ehrlicher. Ja. Also, das ist schon mal klar. Es gibt keine Frau, glaube ich, also keine, die ich kenne, die dann irgendwie fürs Geld spielt, weil die ganz großen Summen verdient man sowieso nicht. Hm. Es sei denn, man spielt, keine Ahnung, bei Barcelona oder sonst wo, aber... Ja. Da bist du auch noch ein bisschen von entfernt. Vielleicht klappt es ja noch. Wenn man so ein bisschen auch außerhalb des Platzes denkt, gibt es ja schon Bereiche, die ja, der Frauenfußball, dem Männerfußball einfach voraus ist. Wenn ich zum Beispiel daran denke, das Thema Homosexualität. Im Männerfußball gibt es immer noch keinen aktiven deutschen Sportler, der sich irgendwie geoutet hat in der aktiven Karriere. Wenn Frauennationalspielerin ein Urlaubsfoto mit ihrer Freundin aus vom Gardasee oder sonst wo postet, dann ist das was ganz Natürliches. Warum ist das so? Ich glaube, dass Frauen da einfach generell offener sind und Männer eher vielleicht Angst haben, dass das rufschädigend sein könnte für sie. Ja, also ich glaube, bei Frauen ist das einfach gar nicht so das Thema, ob sie jetzt mit einer Frau oder mit einem Mann oder was auch immer. Also das wird da gar nicht so zum Thema gemacht. Ja, vielleicht entwickelt sich da der Männerfußball auch nochmal hin. Es wär schön, wenn da irgendwie jeder so leben könnte, ja, wie er das ja einfach auch für richtig hält. Gleichberechtigung, so das Thema hier in der Region, hast du vielleicht auch mitverfolgt. Gibt es jetzt die Möglichkeit, dass Frauen auch in Männermannschaften mitspielen? Ganz normaler Teil davon sind. Du hast selber gesagt, dass du eigentlich mal gern mit deinem Bruder zusammenspielen würdest. Aber was hältst du generell von dieser Idee? Und könntest du dir irgendwann, wenn du nicht mehr Bundesliga spielst, sowas auch mal vorstellen? Also erstmal, ich finde es cool. So, das freut einen und freut mich für diejenigen, die das machen und ja, dass das überhaupt eingeführt wurde. Und tatsächlich habe ich schon, seitdem ich das weiß und seitdem es diese Regelung gibt, habe ich direkt auch schon gesagt, dass ich nach meiner aktiven Karriere dann vielleicht nochmal 1-2 Jahre dann hier beim FSV spielen möchte, so, ja, wenn das geht. Also irgendwann wird es dazu kommen, dass der FSV Ford mit den Flachgeschwistern aufläuft, der Papa noch am Seitenrand als sportlicher Leiter. Darauf können wir uns schon mal einstellen? Ich fände es cool, ja. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dann nochmal so, um die Karriere abzurunden, irgendwie dann da aufzuhören, wo man angefangen hat. Also, ja. Coole Vorstellung auf jeden Fall. Wir haben anfangs dieses Drehorts gesagt, wo steht der Frauenfußball in 5 oder 10 Jahren? Wo steht denn Paula Flach in 5 oder 10 Jahren?
Also ich weiß, ich lasse das auf mich zukommen. Ich will da gar nicht jetzt so eine konkrete Antwort geben, weil man weiß nie, was passiert. Also ja, wie so die Entwicklung ihren Lauf nimmt, sage ich mal. Deswegen, ich lasse mich da überraschen, lasse das auf mich zukommen. Champions League wäre schon mal cool zu spielen, eventuell Nationalmannschaft auch, aber ja. Ich glaube, die Welt steht dir offen und auch mit deinem Einsatz, mit deinem Charakter, den die Leute heute hoffentlich ein bisschen besser kennengelernt haben, kann man, glaube ich, vermuten, dass ja, dir die Türen offen stehen und dass da noch einiges von dir kommen kann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei unserem Format mitzumachen. Unser Partner WMAG, wir kicken mal kurz den Ball ins Spiel. Danke an euch, dass ihr das Ganze möglich macht, weil ja, ich glaube, es ist einfach eine super Gelegenheit, die Menschen hier aus der Region, gerade die Sportler, gut vorzustellen. Ich denke, ihr seid auch sehr glücklich darüber, dass wir jetzt zum allerersten Mal eine Frau hatten. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr uns noch sehr, sehr lange begleitet, weil ich glaube, wenn wir jetzt uns in 10 oder 15 Jahren nochmal hier treffen würden und du so ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken könntest, dann wäre es auch eine ganz coole Aktion. Auf jeden Fall, ja. Ja. Hast du noch letzte Worte zu sagen? Also, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich, dabei zu sein. Cooles Format. Ja. Vielen Dank dafür. Und ich danke euch. Alles Gute dir für die Zukunft. Dankeschön.